Guten Morgen, meine Freunde. Euer Coach, hier ist Sessi. Mann, ist richtig heiß. Ich mache jetzt trotzdem eine Stunde, egal. Guckt unbedingt um 18.30 Uhr das Video. Da geht es um die finanzielle Intelligenz, weil ich jeden Tag die Frage bekomme. Sessi, ich habe hier 2.000 Euro. Soll ich jetzt Dogecoin kaufen oder was soll ich jetzt kaufen? Oder ein Wuffy-Coin. Deswegen, es geht um die finanzielle Intelligenz, weil 90% der Lottogewinner sind 10 Jahre danach wieder pleite. Genauso wie Fußballspieler. Das ist echt krass. Oder Promis im Allgemeinen. Und so ist der Mensch einfach. Der Mensch hört nicht zu. Das ist einfach der Mensch. Jeder Kryptokanal sagt, 30-40% Schwankungen sind normal. Lasst euch nicht rausschütteln, sondern kauft nach, wenn ein Dip kommt. Jetzt hat man in der Chart gesehen, nur neue Investoren sind alle rausgegangen und alle, die schon lange halten, haben alle nachgekauft. Und dann fragen sich, ja, es können ja nur die Banken erfolgreich werden. Nein. Nur die können erfolgreich werden, die zuhören und die Sachen umsetzen, Erfahrungen von anderen. Ich bin nicht seit 10 Jahren im Kryptomarkt, aber warum soll ich die Erfahrung machen, wenn mir das 50 Leute, die schon so lange drin sind, alle sagen? Nein, dann mache ich das, was die sagen. Ich habe ADA, also Cardano, bei 50 Cent gekauft, bin so happy. Was meint ihr? In ein paar Monaten werdet ihr sagen, ey, ich habe damals Cardano für 2 Dollar gekauft. Ey, ich bin so happy. Wir sind noch ganz früh, meine Freunde. Eine lustige Frage. Wie sehr halte ich mich selber an alle meine Prinzipien? Also alle meine Prinzipien sind das, was ich jeden Tag immer mache. Das ist ganz normal für mich. Also es kann gar nicht anders jetzt irgendwie. Deswegen ist es für mich ganz normale Routine. Also ADA ist zurzeit, Cardano ist zurzeit bei ca. 2,09 Dollar oder so. Ganz konservativ, 5 Dollar. Aber, also ich denke eigentlich 10 Dollar muss drin sein. Meine Freunde, die meisten Menschen sind so verdorben in sich drin, dass sie sich nicht vorstellen können, dass ich die Videos mache, um euch zu helfen. Also es gibt dann immer so Kommentare. Willst du jetzt das und das und dann damit Geld verdienen? Mit den Videos, Krypto-Videos, mache ich außer Klicks. Ich habe da nichts von. So, aber wenn ich sehe, mein Matic stake ich für 14% und es hat sich versechsfacht, ich kriege über 80% Return, also Zinsen auf mein ursprünglich eingesetztes Geld, dann mache ich Videos darüber, weil ich euch helfen will. Weil ich denke, ey, diese Chance, wir müssen wegkommen von dieser Versklavung, deswegen teile ich das. Zum Beispiel der Entwickler von Ethereum, Vitalik, der hat 50% der Shiba Inu Coins auf seine Wallet geschenkt bekommen als PR-Move. Dass sie so sagen, ey, Vitalik hält 50% von Shiba Inu. Was hat er gemacht? Das war im Wert von, keine Ahnung, 10 Milliarden oder so. Was hat er gemacht? Er hat 90% verbrannt und dann hat er 1 Milliarde gespendet an nach Indien und die anderen will er auch noch spenden. Er lehnt einfach 10 Milliarden ab, weil er keinen Bock drauf hat. Aber die Kleingeister denken immer, alle müssen sofort einen Profit. Manche Menschen wollen einfach nur anderen Menschen helfen. Und glaub mir, ich habe genug Geld. Ich brauche nicht ein 25. Zimmer. Das bringt mir nichts. So, mir bringt es was, wenn ich euch raushole und Tipps gebe und die positiven Feedbacks. Das bringt mir was. Geht's dir gut? Frage von meinem Sohn, wie niedlich. Grüß ihn von mir. Es geht mir auf jeden Fall gut. Vielen Dank der Nachfrage. Kriege ich nicht so oft die Frage. So, meine Freunde, jetzt dehne ich noch und jetzt mal Teamcoach Sessi. Jetzt bin ich mal gespannt, ob mir irgendjemand helfen kann. Kann irgendjemand das MacBook, was ich hier einblende, mit 8 Terabyte Speicher und 64 GB Arbeitsspeicher irgendwo bestellen und irgendwie heute noch nach Tuttlingen
bekommen, weil da kommt ein Follower morgen nach Dubai geflogen und das wäre geil. Lieben, jetzt melde ich mich auch mal. Ich habe gerade vom Postboten die Lieferung von den Nahrungsergänzungsmitteln bekommen, die ich in meinem Papa bestellt habe. Einmal Eisen und Kurkuma. Also, dann startet jetzt tatsächlich die letzte Woche im Business-Prinzip und es ist einfach unglaublich, was ich in diesem letzten halben Jahr alles gelernt habe. Das war schon wie eine richtige Online-Marketing-Ausbildung, die wir hier absolviert haben. Ja, und jetzt mit der letzten Woche, jetzt schließt sich der Kreis und es hat einfach alles so sehr Sinn gemacht, wie das Coaching aufgebaut war, warum wir Woche für Woche es genau in dieser Reihenfolge gelernt haben und ja, jetzt am Ende ergibt einfach auf die Plätze, meine Freunde, fertig und los! Das Video ist online, unbedingt gucken und teilen, sehr wichtig. Erst die Intelligenz, die finanzielle entwickeln, dann finanziell unabhängig werden.